Wir sind hier im Stadtgarten vor der Altstadt, im grünen Gürtel. Das ist eine Art das grüne Zimmer der Altstadtbewohner. Es ist klar, es ist ein sehr zentraler Raum. Er ist enorm dicht genutzt und belebt. Und wir haben den Raum genauer angeschaut im Rahmen einer Testplanung mit dem Team, mit dem Architekt, mit dem Beat Rothen und der Barbara Emenegger, Stadtsoziologin. Das ist sehr wichtig, dass man nicht nur quasi die Gartengestaltung von so einem Ort anschaut, sondern eigentlich auch den Stadtraum und vor allem, wie er benutzt wird. Von der Ausprägung ist der Stadtgarten natürlich eine ganz alte Anlage, die immer wieder überformt worden ist. Was wir heute sehen, ist eigentlich stark geprägt aus den 50er Jahren. Ein Wettbewerbsentwurf von Walter Leder, der im Zeitgeist von dort in einer moderat modernen Art gestaltet ist. Er ist sehr entspannt von der gesamten Wirkung und ich glaube, heute vor allem prägend ist die wunderbare Weite, die es hier hat, die freie Mitte mit dem Wasserbecken, wo eine grosse Vielfalt an Nutzungen eigentlich offen lässt. Der Stadtgarten ist eigentlich ein Erfolgsmodell für Winterthur. Er hat eine extrem hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und wird das eben auch intensivst benutzt. Das ist auch ein das Problem. Also, er hat einen gewissen Übernutzungsdruck fast. Und was vor allem dazu kommt, ist, dass so eine Anlage im Laufe der Jahre sich halt so schleichend ein bisschen verändert. Es ist nicht alles ganz bewusst gemacht. Und eine von der schwierigeren Ecken sind wir jetzt da. Das ist da zwischen dem Barockhäusli und dem Coop City, wo eine Art da im Hintergrund der Rheinfels auf eine Art wunderschöne Situation hat im Stadtpark. Aber wegen dieser Randgruppensituation, die wir hier auf dem Merkurplatz hatten, haben sich die da vom Park abgewendet mit Sichtschutzwänden. Und das finden wir schon sehr in schwierigen Ecken. Also, den ganzen Bereich haben wir jetzt mal formuliert im Rahmen dieser Entwicklungsstudie, dass man die Verbindung vom Hauptbereich vorne und dem hinteren Bereich viel durchlässiger machen und eigentlich den Zusammenhang als Gesamtpark wieder stärken. In die Zukunft schauen, was der Ort braucht auf eine Art, ist, dass man mal sicher sehr sorgfältig umgeht, weil er hat so eine grosse Qualität. Aber nichtsdestotrotz brauchen die Anlagen halt von Zeit zu Zeit wieder eine Art ein Brush-up, eine Pinselrenovation oder ein bisschen tiefergreifend, wo man wieder auf die aktuellen Bedürfnisse und Rahmenbedingungen auf eine Art anpasst. Ein grosses Defizit zum Beispiel an diesem Ort ist, es hat schlichtweg zu wenig Sitzgelegenheiten. Also man muss das Nutzungsangebot für Sitzbänke deutlich verbessern. Zudem ist es das laufende Anknabbern von dem Park, das über die Jahrzehnte passiert ist, da müssen wir restriktiv Einhalt gebieten. Also Neubauten, sagen das zusätzliche Museen oder so, sind wir der Meinung, dass die eigentlich außerhalb im weiteren Parkring gebaut werden sollten, aber nicht im Stadtgarten selber. Mir wäre es ein Anliegen, dass Winterthur sich im Erbe als Gartenstadt, weil wirklich ein Brand ist, wo ja, fast im ganzen Land und darüber hinaus eigentlich bekannt ist. Das heisst, das muss man pflegen. Man muss es immer wieder auf die neue Zeit anpassen. Und mich dünkt es wichtig, dass man da eigentlich Gestaltung, Atmosphäre und vor allem Nutzung für die Leute zusammenbringt. Und dann hat man eigentlich wieder eine Basis, dass die Akzeptanz auch künftig gegeben ist.